Die Antarktis-Umrundung ist vollbracht. Am Sonntag endete die dreimonatige Antarktis-Expedition unter der Leitung des Schweizer Polarinstituts. Rund 150 Forschende aus aller Welt untersuchten die Meere und Inseln rund um den Südpol. This cruise is special because of the mix of people, because of the range of projects and because we're trying to take a holistic view of the Southern Ocean. We're trying to do terrestrial work and marine work on the same cruise. Ziel der Antarktis-Expedition ist, die Auswirkungen vom Klimawandel und der Umweltverschmutzung auf den südlichen Ozean zu messen. 3 Monate lang haben Forscher auf dem Expeditionsschiff Akademik Trioschnikow Proben gesammelt, Messungen vorgenommen und Daten geordnet. Die Expedition war das erste Großprojekt des neu gegründeten Schweizer Polarinstituts. 4 der insgesamt 22 Projekte standen unter der Leitung von Schweizer Forschungsinstitutionen wie der ETH oder dem Paul-Scherrer-Institut. Untersucht wurde unter anderem, wie sich Feinstaubpartikel auf die Wolkenbildung auswirken oder warum der südliche Ozean in den letzten Jahren weniger salzig geworden ist. Expeditionsleiter David Walton hofft auf weitere Expeditionen mit einer Schweizer Beteiligung. This is a start, I hope, of what will become a rolling stone. Where do they want Switzerland to be? How do they want Swiss scientists to be working? What sort of things can Switzerland contribute that makes it special? Nach 3 Monaten intensiver Messungen müssen nun die Daten ausgewertet werden. In ungefähr 2 Jahren wollen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse zur Klimaforschung in der Antarktis präsentieren.